Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu Build to Survive in Roblox zusammen mit Ebru. Wir müssen etwas bauen, das hoffentlich nicht so hässlich aussieht wie das Gebilde, was mein Nachbar hier gebaut hat. Der am Ende das schönere Gebäude gebaut hat, das gleichzeitig aber natürlich auch sicher sein muss gegen die Mörderwellen, die hier kommen. Denn in 10 Sekunden kommen schon die ersten, Ebru. Ach du Scheiße, ich schaff das doch gar nicht. Ich mache hier ganz schnelle Welle erstmal. Ich gehe erstmal ganz auf Nummer sicher. Und mach hier einen schönen Turm, damit ich hier nicht sterbe. So. Ich habe mich eingebaut. Oh mein Gott, was ist das? Die können hochspringen, ich habe ein Problem. Oh oh. Ah, ich dachte, ich kann es leichter austricksen. Kriegt man irgendwie Bonuspunkte? Du hast, das ist so assi, dass du dich eingebaut hast. Da sind 8 Stück, die auf deinem Grundstück buggen. Ja, die treffen mich trotzdem. Ach so, okay. Ich habe so ein mini bisschen nur noch. Okay, gut, dann egal. Ich bin tot. Wir müssen bauen, Leute. Am Ende der Folge werde ich unsere beiden Gebäude in meine WhatsApp-Gruppe posten. Die könnt ihr finden, indem ihr einfach Banks sucht. Und alle Ebel auseinandergenommen. Ich habe hier keine Möglichkeit mehr. Das ist auch wieder. Genau, und dann entscheidet ihr quasi. Wer gewonnen hat. So. Strand, Winter. Es gibt Materialien Essen, an. Weltraum. Denke ich, hätte mir hier eine. Ey! Oh, ich dachte, das ist Mörder wieder, aber das war Nicolettani. So, wie rum baue ich denn das jetzt? So, oder? Aber, nee, ich mache, glaube ich, wartet mal. Ich würde sagen, 2 Schichten lassen wir hier definitiv auf, denn da müssen wir. Was ist denn das hier? Ah, das ist so ein Teil, ne? Okay, aber das sieht auch stylisch aus eigentlich, oder? Wenn wir das so machen. Und dann diesen. Ist wie so ein Zaun, wisst ihr? Sieht fresh aus. Bauen wir jetzt eine Luxuswohnung hier hin. Eine One-Billion-Dollar-Mansion. Yeah. Kannst du machen. Aber ich bin dein Nachbar. Spuckst du mir rüber? Belästige dich mit lauter Volksmusik. Oh nein. So, hab ich, also, ach so, ich kann das auch so ineinander stacken. Oh, wartet mal. Das gibt ja ganz neue bauliche Elemente, die wir dann hier nutzen können. Das sieht fresh aus, Alter. Warte. Das da hier alles hier rein. Wow, ich bin am Kochen. Oh, es kommen schon wieder die nächsten Mörder. Ich habe hier meinen Zaun fertig gebaut. Wer ist das? Imposter. Oh mein Gott, es ist Elina. Was hat meine Nachbarin Elina für... Elina möchte dich abschrecken. Oh mein Gott, ich bin safe. Was hast du denn da benutzt? Ja, da guckst du, ne? Kommst du mal kaufen. Ja, ich will ja weiterbauen, Elina. Lass du mich mal bitte hier lang? Meine Nachbarin hat wirklich einfach... Jetzt hat sie alles gelöscht. Aber gerade hatte sie irgendwie so gefühlt einfach ihren ganzen Plot voll gespammt mit einfach so jedem Item, was es halt gibt. Ja, hä? So, das sieht sehr, sehr schnieker aus. Und jetzt machen wir hier weiter. Also Elina muss ja richtig sauer sein, ne? Ja, Elina steht hier bei mir und guckt mich an. Ja, mich auch, aber nicht nur eine, ey. 4 Stück. Nee, bei mehr, sind 8 3. Stück. Ah, weg. Okay. So, dann haben wir die äußere Schicht fertig. Ah, nee, warte noch nicht. Hier fehlt natürlich noch was. Bupp. So, sehr schön. Ist das auch ungefähr in der Mitte? Ja, das sieht relativ mittig aus. Das sieht doch wunderschön aus. So, kann ich aber diesen Block an dem Boden kann ich leider nicht löschen. Okay, ich dachte, da mache ich vielleicht Lava hin oder so, aber egal. Okay, dann beginnen wir jetzt. Was ist das hier? Boah, das ist so ein... Warte mal, das ist eine Ecke. Das ist ja perfekt. Das heißt, wir bauen die Ecke. Okay, wie kriege ich. Nico nervt mich hier die ganze Zeit. Nicoletta? Ja. Könnte ein Schweizer sein, sage ich ehrlich. Ja, wer weiß. So da hat er es gespürt, so sagst du. Italien. Oh mein Gott, Ben. Guck mal zu mir. Oh, das ist. Ah! Oh, Alter. Nein. Ja, die können bei. Oh, ja, ich bin auch. Ich bin ab. Oh mein Gott, die polieren mir so die Fresse. Alter Junge, ey. Ich bin durch die ganze Map geflogen. Alter. Du auch. Ja, nice. Ja. Oh Mann, ey. Die eine hat so eine Luxusmansion da einfach in der im Himmel. Hä? Über den Wolken wohnt die in ihrer Luxusvilla. Das ist ja crazy. Ibo wird vermöbelt, ich höre das ja, ganz genau. Ich hab's, ja. Mann, ey. So, ich bin aber. Als ob die da hochkommen. Man ist ja gar nicht safe gefühlt. Ja. So, wir müssen jetzt weiter die Ecken bauen, Leute. Also hier. Nee, jetzt lass mich doch mal bitte. Ich will doch hier einfach nur rum ein sicheres Haus bauen. Meine Güte, ey. Mann! Weißt du, an was mich deins erinnert? Was denn? Eine Klobürste. Alter. Das sieht original so aus wie die Halterung von der Klobürste. Mann. Genau mit dem Bauelement, auch mit diesem Marmor. Das ist immer so. Das finde ich gemein. Ja, mein Gott, ey. Es ist so. Ich kann ja auch nichts für meine Gefühle. So, hier. So. Ist das noch eine Reihe? Ja. Praktisch, dass es Ecken gibt. Und jetzt hier.
Aber das sieht irgendwie quatschig aus, ne? Wartet mal. Ja. Kriegen wir das irgendwie hin, dass das geiler connected? Ja, so, perfekt. Ah, und jetzt haben wir hier diese Teile. Das ist geil. So. Aber das wird halt nie im Leben passen, ne? Ah, ich kann die ineinander glitschen. Okay, wartet, dann mache ich so. Und jetzt so. Ho, ich bin ja am Kochen. Also, ich versuche irgendwas, aber ich weiß nicht, ob das wird. Boom, und jetzt Mitte. Ich müsste eigentlich jetzt auch gleich safe. Ah, das geht aber. Das sind einfach nur Zombies. Da müssten wir hier eigentlich schon safe sein. Okay, das Problem ist, jetzt haben wir aber natürlich hier. Und jetzt sehe ich auch, dass die Tür nicht genau in der Mitte ist. Das kriegt man hin. Okay, warte, ich hätte vielleicht nicht Deoet, wo der Zombie auf mich zurennt, das aufbauen sollen. Also bei mir sind keine Zombies. Okay, Bullis, ich kann das nicht genau in die Mitte setzen, Leute. Das ist tatsächlich ästhetisch jetzt ein Problem. Mann, ey, kann man sich nicht Waffen kaufen auch? Ich brauche eine Waffe. Ja, der eine hat doch ein Schwert. Ja, stimmt. Wie hat der das Schwert bekommen? Ja, da links steht doch, also da gibt's Godly Sword, Inventar? Ist das? Ja, du kannst dir Geld nehmen, du kannst Waffen kaufen in deinem Inventar. Oh, lol. Laserpistole kaufen. Oh mein Gott. Ja, ich hätte mir auch eine Pistole geholt. Hörst du meine Waffe? Ja, das hört sich ein bisschen lächerlich an. Ja, aber die haut rein, ey. Pass mal auf, ey. So, hab alle. Oh, wir haben überlebt. Meine Güte, ey. Hat meine Nachbarin wirklich einfach jeden Gegenstand irgendwo hingespammt? Friends only. Bin ich das? Nee, schade. Alter, schießt du mich gerade ab? Hä, hey, das war Nicoletta, glaube ich. Ben? Komm mal her. Also, ihr wollt jetzt nicht welchen mehr anlegen. Nein. Das bin nicht ich. Ich weiß. Wo macht ihr mich von da oben? Ich weiß nicht, ob man sich gegenseitig abschießen kann. Safe, oder? Also ich habe auf jeden Fall keinen Schaden bekommen. Ja, okay, vielleicht habe ich auch nicht getroffen. So. Ja, das kann sein. Okay, Tür. Aber es kann sein, dass wir dann... Aber das ist halt, dass das jetzt nicht in der Mitte ist, ist ein bisschen Quahatschi. Oder haben wir denn eine größere Tür? Es gibt eine Tür. Ja, natürlich gibt es Türen, Ebro. Friends only. Hä? Riesen Siren Head? Oh nein, oh nein, ich sterbe. Ob meine Kanone... Okay, meine Kanone hilft dagegen auf gar keinen Fall, Alter. Sirenenkopf rennt hinterher. Ich habe ein HP. Bin tot. Ey, das ist ja schwer. Man kann gar nicht in Ruhe seine Basis bauen hier. Wir haben so viel HP. Nee, das sieht übel quatschig aus. Ja, die haben mal so viel HP. Los, wir schießen gar nicht. Wir müssen ja schon in meinem Weltraum-Kit bleiben. Das ist ja sonst hier. Die laufen einfach in meine Wohnung rein. Alter, Ivo, ich habe, denke ich, wirklich alle bei mir. Die stehen sogar übereinander bei dir. Alter, der eine hat sich hochgebackt auf die Villa von dem einen. Also von meiner Nachbarin, meine ich. So, kann ich jetzt endlich in Ruhe meine Tür bauen. Mensch ins Kinders. Ja, aber wie löse ich dieses Problem? Ich könnte halt diese Wand eins verschieben. So, aber dann muss ich halt alles verschieben. Naja, das ist ja ein bisschen Quark. Vielleicht könnte ich... Wartet. Ich könnte quasi so... Na, warte mal. Nee, ich kann es ja ineinander glitschen. Ja, true. Wartet, mache ich auch. So, und jetzt wollen wir... Ja, so ist es am besten. Oh Mann, Ivo, ich habe hier so... Ja, dann halt nicht Mitte, Leute. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Oh Gott. Sind das Katzen? Was ist das? Ja, das sind Dandy... Dandys Katze? Weißt du nicht so? Oh, ich glaube, diesmal kommen die aber bei mir nicht rein. Diese großen lohnt sich gar nicht überhaupt anzuschießen. Die sind so stark. Mein Gott, Jamelo, lass mich in Ruhe, bitte. Oh, ich hab einen. Da löst sich alles auf, außer die Hirnmasse. Das ist das Letzte. Das schon. Nein, Leute, bitte. Den kriege ich aber. Oder auch nicht, war ja eine Million. Was ist mit ihm los? Oh, ich hab ihn. Nee, das ist ein Ei oder so. Oh, und ich hab's geschafft. Gut, okay, jetzt warte. Wir brauchen irgendwas um... Na, eigentlich das hier, ne? So, boom. Jetzt kann ich das ja hier reinglitschen. Nee. Ja, gut, also ich meine... Hä, was ist denn hier? Das muss weg. Das ist ja einfach so ein Teil in der Luft. Todesweihnachtsmänner, Ebru! Ja, die haben mich direkt umgebracht. Die waren 3 Sekunden oder so da. Ich bin auch tot. Mann, ey. Aber auf jeden Fall habe ich meine Base geupgradet, Leute, weil ich hatte ein bisschen... Es hat mich gestört, dass das nicht symmetrisch ist. Deswegen haben wir es jetzt hier perfekt symmetrisch hingebaut. Hier müssen wir aber noch den Zaun ein bisschen zumachen, damit wir das hier noch haben. So. Und... Ja, hau mich doch nicht durch die Wand, Hallöchen. So,
Jetzt haben wir perfekt den Zaun hierzu. Jetzt sieht das Ganze so aus. Hier drin ist alles schön symmetrisch. Tür ist in der Mitte perfekt. Und ich werde von den Weihnachtsmännern auseinandergenommen. Dann ist in meiner Base eingesperrt. So. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir das Ding doppelt hochbauen. Weil das ist hier schon alles mit den Monstern nicht so einfach. Ich würde sagen, wir bauen es doppelt hoch. Das heißt, hier einfach nochmal drauf, das Ganze. So. Ich denke, das sieht auch geil aus dann. So, dann hier. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die Ecke richtig mitnehmen. Und hier. Und das Gleiche machen wir hier. So, perfekt. Das ist hier die letzte Wand. Ich baue einfach wirklich so einen Wolkenkratzer, ey. Boah, Emo ist schon voll weit mit ihrem Haus. Ich baue keinen Wolkenkratzer. Bei mir ist es so eine Etage. Oh, wie nennt man das nochmal? Bungalow, ja. So, jetzt machen wir die Ecken hier. Ja, aber höher werde ich, glaube ich, jetzt auch nicht bauen. Ich habe das ja eigentlich auch nur gebaut, damit die Mörder nicht die ganze Zeit in meine Base reinkommen. So. Und jetzt diese Ecke. Oh, nice. Jetzt brauchen wir dieses Verbindungselement. Das müssen wir nämlich hier hinbauen. So und so. Und das baue ich auch über... Ja, jetzt müsste ich jetzt schon safe sein. Wenn jetzt nicht ein Riesenmonster kommt, müsste das schon passen. So, okay, nice. Jetzt sind wir einmal innen drin. Was gibt's denn da? Warte mal, ich könnte ja erstmal hier draußen noch, damit das hier auch ein bisschen schöner ist. Also ich kann man kann sich auch so einen Spawnpunkt setzen, ne, zu Hause. Ja. Oh mein Gott, was ist das? Oh nein. Oh, Tür zu! Oh. Ich bin safe. Yeah! Geil, meine Base funktioniert. Okay, dann machen wir erstmal mit der Inneneinrichtung weiter, weil wir können ja jetzt aktuell nicht rausgehen. Hä? Alter, ich dachte, die schlagen gegen meine Wand. Aber Gott, ich schieße die gerade ab, die in meiner Base steht. Gott, was ist jetzt denn passiert? So, weg ist sie. Okay, inneneinrichtungstechnisch haben wir hier, also erstmal den Spawnpunkt. Würde ich sagen, machen wir hier so hin. Oder in die Ecke, machen wir die Ecke. So. Na, das Problem ist jetzt, haben wir denn irgendwie so eine Art Fliese? Das hier ist Fliesen, aber das kann ich halt nur drauf platzieren. Wir platzieren jetzt hier ein paar unterschiedliche Bäume. So, dann die hier noch. So, damit das draußen hier alles ein bisschen schöner sieht, gell? Ja, oh, was ist da rum? Okay, ich dachte, ich habe das hier im Baum platziert. Ja, ich weiß nicht, also die Leute feiern ja so Luxuswillen normalerweise. Und dass du da jetzt so ein Ding gebaut hast. Ja. Wird dir natürlich ein paar Pluspunkte geben, ne? Ja, hoffe ich mal. So. Jetzt hier so ein paar Blumen, das ist auch sehr, sehr schick. Die machen wir schön hier so hin und hier so hin und dann hier so hin und hier so hin. Sehr, sehr schick. Briefkasten brauchen wir natürlich, der kommt. Ein Briefkasten? Hier hin. Es gibt einen Briefkasten? Nee, gibt's nicht. Ah, den habe ich falsch rum, wartet. Vorne, dieser Haken ist nämlich dafür da, den kenne ich aus Amerika, dass man, wenn so Post drin ist, kann man den Haken hochmachen. Dann sieht man quasi vom Haus aus, ob was drin ist und kann halt zum Briefkasten latschen oder war der nicht. Hä? Boldy, Alter, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Boldy's Basic. Oh nein. Jetzt gibt's Mathe-Nachhilfe, Ebro. Oh, 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 oh. Für jede falsch gerechnete Aufgabe kriegst du das Lineal gegen den Kopf. So. Okay, draußen. Oh Gott, wie sind die reingekommen, ey? Ich dachte, ich habe eine sichere Base. Ah, die halten aber... Oh, noch einer. Die halten aber nicht viel aus. Ah! Ich aber auch nicht. Nee, das ist true. Hab beide. Vielleicht sollte ich mir eine neue Waffe kaufen. Framon? Framona? Was? Ich habe Besuch bekommen. Framona hat sich überall ausgerettet. So, ich brauche hier... Naja, es gibt schon teurere Waffen. Oh, die kann ich mir ganz knapp nicht leisten. Ich muss ein paar Kills machen. Da kann ich mir nämlich die Raketenwerfer kaufen. Oha. Wie viel gibt denn einer? Ah, nee, man kriegt fürs Überleben von Runden Geld, ja, oder? Ja, ich glaube. Ja, okay, das heißt, wir müssen einfach nur überleben. Dann können wir uns bald die Raketenwerfer kaufen. Ah, warte mal, das ist noch ganz geil, glaube ich. Und zwar, ich will immer drüber springen, aber ich habe doch hier eine Tür. Bin ich denn doof? Was ist, wenn wir jetzt hier irgendwie noch so eine Art... Ja gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ah, der verliert seine Textur, wenn ich den platziere. Ja, doch, das kann man aber machen. Hä? Einer hat mich auf die Blacklist gepackt, Ebro. Oha. Ah, wie random. Habe ich mir nicht gemerkt. Das war die gerade in meinem... Also nicht die ich vorgelesen habe, die andere, die in meinem Haus einfach war. Ja, Ben. Ich weiß ja nicht, was du da gemacht hast. Das sieht irgendwie... Wartet mal. Hier mit Sand vielleicht. Vielleicht wirkt es dann. Es ist halt nur ein gerader Fluss, aber sobald ich das schräg baue, sieht das, glaube ich... Aber so sieht es auch quatschig aus. Warte, war das gar nicht so wahr. So. Muss halt irgendwie so diesen Verlauf hier so nehmen.
Also ich will ja einen Esstisch platzieren, aber der ist riesig. Hast du den mal platziert? Ich muss überleben, ich brauche Geld. So. Die sind viel zu groß, die können einfach in meine Base springen. Ich brauche ein Dach. Nächste Mission ist erstmal ein Dach. Aber ich überlebe. Bam! Ja doch, man kriegt Geld fürs Killen, oder? Bin ich jetzt doof. Ich habe nicht drauf geachtet. Oder habe ich die ganze Zeit schon 979? Oh, 1000! Zack, zack. Raketenwerfer. Boom. Boah, Ebo, das hatte ich von deiner Villa. Stell dir mal vor, das hätte mein Haus kaputt gemacht. Ich dachte for real gerade, dass ich was kaputt gemacht habe, weil das Glas hat irgendwie so verschwunden dann kurz, ey. Alter, ist das ein Ding. Das so. Wäre mies. Okay, wir brauchen jetzt. Kann ich irgendwie hoch? So. Ah, los! Oh, Biermeister. So, wir brauchen ein Dach. Und zwar zackig. Ja, das sind halt Dachblöcke, denke ich mal. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt auch eine Menge platzieren. Ja, wer ist jetzt der Boss hier? Hast du die Weihnachtsmänner umgebracht? Ja, das sagt das doch jetzt nicht so, Evo. Oh. Egal, es hat ja ganz viele von dem. Ich habe auch ganz viel umgebracht. Oh mein Gott, was ist das? Alter, ich sehe irgendeinen Schatten auf meinem Dach. Ach so, das ist von dem Hoch, von dem Hochhaus. Das, oh Gott, ja, ist. Ach du Heilige, meine Waffen sind weg. Waffen. Wo kann ich die ausrüsten? Hier, ne? Zack. Zack, Raketenwerfer. Boom. Ich muss den wieder kaufen? Hä? Nee. Hey, das kann nicht sein, oder? Ich wurde absolut betrogen, Ebo. Ich habe keine Waffe mehr. Ich muss alle neu kaufen. Hast du den verloren, nachdem du gestorben bist? Oder? Ja. Oh Mann, ey. Ich habe keine einzige Waffe mehr. Ja, wenn, ne? Egal, ich laufe im Kreis. Die Taktik klappt perfekt. Ich muss nur 17 Sekunden durchziehen, Leute. Habe ich es geschafft. Und nächste Runde ist dann endlich mein Dach fertig. Dann können die mich alle mal. Und verschwinde. Danke. Meine Güte, ey. So. Ist ganz schnell. Wir haben eine Minute Zeit, das verdammte Dach fertig zu bauen, ey. Zack. Fertig. Oh, meine Güte, ey. Puh. Mit deinem Dach oder mit allem? Mit dem Dach, Ivo, mit dem Dach. Ich dachte schon. Erstmal schöne Lampen in jede Ecke, damit wir hier ein schön angenehmes... Oh nein. Die ist wieder... Schon wieder diese lilanen Dinger da, Ben. Ja, weil mir können die nichts mehr. Oh nein. Aber du bist doch... Ich war gerade draußen, deswegen. Was ist das? Eine Fackel? Oh. Die Fackel wollen wir auf jeden Fall nicht in unserem Haus. So, es gibt hier Essen, es gibt Strand, Materialien. Was haben wir denn hier? Hier haben wir die Möbel. Mann, sind die laut, das ist ja ätzend. Ja, hier so eine fette Couch. Wie hier so. Zack. Ja, es hat alles weiß, ne? Passt natürlich jetzt nur bedingt. Hier. Der Couchtisch. Auf den Couchtisch platzieren wir einen Laptop. Keine Ahnung warum. Immer am Arbeiten, Leute. Dann brauchen wir. Ich kann nicht aus dem Haus raus. Ja, ich auch nicht. Die belagern mich. Junge, die belagern mich todes, Evo. Du hast da nur 3. Ich denke, ich habe 10. Oha! So, den bringe ich hier an die Wand an den Fernseher. Das ist. Ah, der schwebt jetzt in der Luft. Gibt es ein Sideboard? Nee, ja, es gibt ein Bett. Bett machen wir hier schön mittig. So. Kann sein, dass ich kein Bett habe. Ich schlafe auf der Couch. Aber machen auch viele. Oh, falsch schon. Machen auch viele. Ja. So, zack. Okay, was haben wir noch? Waschmaschine kommt hier einfach random daneben, egal. Ja, Toilette jetzt halt natürlich. Ne? Ich habe ja keine Räume. Das ist tatsächlich ein Problem. Und dass dieser Fernseher, weil wir müssen, glaube ich, das ein bisschen umbauen. Das macht sonst keinen Sinn. Wie rum ist richtig? So. So rum, oder? Ja. Da kriegst du viereckige Augen, wenn du so Fernsehen guckst, glaube ich. Aber egal. So. Was gibt es denn? Okay, ist ja ein Nachtschrank. Einmal hier. Naja, gut, jetzt brauche ich halt noch. Was ist das hier? Das ist ein Mixer oder so. Wir brauchen halt. Noch ein Bad. Ja, und eine Küche. Na gut, Küchenzeile kann ich ja hier hin machen. Das ist ja auf Easy-Basis, gar kein Problem. Was haben wir noch? Oh, Dings kommt wieder. Wie heißt der? Das ist Baldi's Basic, aber in muskulös. Oh, nee. Das ist geil. Alter. Verprügelt. Wenn der dir einen Hit mit dem Lineal gibt, ey. Boiuiui. Alter, der ist da falsch rum, der Kühlschrank. Oh, schon besser.
Was haben wir denn noch für Küchenutensilien? Wir haben eine Mikrowelle, aber wir haben gar kein... Doch, ah, hier eine Spüle. Zack. Und dann... Ach, das sind Küchenschränke. Ich habe das als Nachtschrank genommen. Naja. Warte mal, da machen wir aber lieber... So, lasst mich kochen. Wenn wir jetzt diesen machen. So, ich habe mit Absicht falsch rum platziert. Und jetzt können wir darauf... Dann lassen wir die Lampe da weg. Und dann machen wir darauf jetzt die Mikrowelle. So, machen wir irgendwie so hier. Zack. Geil. Okay, dann haben wir küchentechnisch... Können wir noch einen Stuhl hin platzieren. So, falls man sich beim Kochen mal hinsetzen muss. Das sieht brauchbar aus. Das sieht definitiv brauchbar aus. Hier ist so ein bisschen Schlafzimmer-Ecke, Spawn-Ecke, Fernsehguck-Ecke. Wir haben aber halt keine Räume, ne? Das könnte uns natürlich Minuspunkte geben. Machst du dann eigentlich ein Bild von außen oder von innen bei dir? Ja, das ist die Frage, Jo. Ich esse gerade beim Fernsehgucken ein Burger. Ja, warum Burger? Und ich lade Ibro ein, die kriegt eine Pizza. Oh, danke schön. Muss hier nur gucken. So, der Teller steht aber wirklich auf 7:30. Komm lieber schnell, der kippt nämlich gleich um. Ich habe dazu eine Cola. Hier wird gespeist wie ein König, ey. Hä, das ist er. Achso, das ist ein Spieler. Hey, wie können die denn rein bei mir? Anita, ey. So, Imposter. Oh nein. So, aber das Ding ist, das ist eine Heizung. Aber ich denke, wir haben soweit alles platziert. Ich würde sagen, ich mache draußen noch ein bisschen Deko. Ich wollte den Fluss ja noch machen. Das sind rote Among Us, das bin ich dieses Mal. Ja. Hä? Der neben mir hat einen riesen Among Us gebaut. Müssen wir uns angucken. Oha! Siehst du das? Ja. Boah, das sieht cool aus. Das passt ja voll jetzt. Ein Among Us mit Herz, glaube ich, oder so. Ja, das passt übel. Oh, ich bin tot. Ey, das ist ja cool, Alter. Wie verteidige ich meine Base, Anita? Yippie! So. Genau, draußen. Ja, da wollten wir so ein bisschen... Da wollten wir ja ursprünglich einen Fluss bauen. Aber ich bin mir da... Also, Leute, also, ihr seht es ja auch. Ich bin mir da sehr unsicher. Wir probieren mal. Also, ich muss auf jeden Fall hier den Verlauf mitmachen. So. Naja, doch, das kann man schon machen. Glaube ich. So. Ja, ist ein Strand. Jetzt kann ich vielleicht sogar, damit das nicht so ganz... random wirkt. Kann ich vielleicht sogar hier Bäume noch drauf platzieren? Und dann vielleicht noch einen großen hier? Ja, sieht super aus, Leute. Sieht 1A aus. Also, meine Base ist fertig. Okay, Ebro, möchtest du mal bei mir rumkommen und dir mein... Hey, es sieht schon nicht schlecht aus, ich bin ehrlich. Klein, aber fein, okay. Sage ich. Es ist halt relativ leer, aber ich habe halt for real alles genutzt, was es gibt eigentlich. Na, ich könnte vielleicht noch so... Blöcke nutzen für, also als Deko, aber... Weißt du, was fehlt? So nennt man das, eine Decke. Ein Teppich auch. Ja, alles so, was so ein Haus so warm macht. So machen, so ein bisschen. Und warte mal, weil ich habe auch noch eine Idee, was ich definitiv machen könnte. Ich könnte mir noch Blumen hinstellen. So. So. Oh, das hat noch mal ein bisschen was gemacht, glaube ich. Ja, okay. Komm mal her, also du musst ja, abbauen, ne? Ja, Alter, dein Haus hat mehrere Etagen sogar? Ja, ich wollte dann doch nicht auf der Couch pennen. Trollgesicht ist hier, lauf um dein Leben. Wo ist er denn? Ah, die sind das. Komm lieber schnell, Ivo. Ja, ich bin da. Ich habe aber Angst, dass ich unterwegs jetzt sterben werde. Das kannst du... Nee, du bist... Pack meine Pistole aus. Oh Gott. Also ich werde auf jeden Fall belagert. Wo komme ich denn rein? Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Oh, ah. Übrigens, falls ihr euch wundert, Ivo trägt schon noch ihre Bestrafung aus der letzten Episode. Unten, unten! Ja, warte, ich kam hier gerade nicht durch. Aber der Katzenpullover und die dicken Füße, die werden hier nicht geladen in dem Spiel, aus welchem Grund auch immer. Ich mochte die Sachen voll. Naja, ich komme nicht rein. Warte mal hier. Oh, ah, danke. Okay. Ich packe mal meine Pistole weg. Ja, besser ist auch. Okay. Also meine kleine, aber feine Space, meine Weltraumbasis. Ja. Wir haben hier, guck mal, ist alles ready für einen Fernsehabend. Können wir die Roblox-Nachrichten gucken oder so. Hier mit Bridgie. Guck mal, jetzt habe ich... Das ist meine Cola! naja, dann haben wir hier Pizza. Dann esse ich deine Pizza so. Warum fliegt die Pizza? Ich hab gesagt, die hängt auf 7:30, du musst dich beeilen. Oh. So, da kommt er nieder, ey. So, die ist jetzt meine neue Nachbarin. Oh nee, die ist zu blöd, die läuft gegen das Glas, egal. Lieber doch nicht. Ey, die Tür ist aber schon cool. Ja.
Habe ich auch für Robux für bezahlt. Apropos Leute, wer den Robux kaufen möchte, dann tut das gerne. Aber vergesst nicht beim Kauf den Starcode Banks zu benutzen, Leute. Das wäre sehr, sehr korrekt von euch. So. Alter, die steht dir schon ein bisschen sehr nah, ne? Aber das ist, nee, das ist Bayram. Hä? Hallo? Was hat die da in der Hand? Was hat der da in der Hand? Ein Stempel, Roblox. Die will die Stempel, Evo. Ah, das ist dieses Bauding. Ah, hä? Ach so, hab ich nie gesehen. Du kannst sie nicht bauen, das ist mein Haus. Naja, dann hier ist halt so die Schlafecke, Küchenecke, hier, zack, zack. Bisschen sehr offen alles, ne? Wo ist denn deine Toilette? Warte. Benutze ich dein Waschbecken? Nee, hier, da kackt man. Und die Hände wäscht man sich. Hier, die Hände. Was ist das? Achso, das ist Cyril, der da so. Alter. So, die Hände wäscht man sich da oben. Wo? Ah, da. Auf dem Kühlschrank. Ja, kein Problem, ich komme ran. Siehst du? So. Ja, wo hast du die Toilette hingepackt? Na, hier, einfach dazwischen. Hier geht man auf Klo. Oh Mann, ich wollte gerade. Kann man sich auch unterhalten, wenn man einen Kasten hat. Und wenn was schief geht auf Toilette, kann man so direkt die Waschmaschine tun. Oh so, okay, Gott. Fertig. Aber wir müssen kurz warten, bis diese XXL Cyril-Ads weg sind. Kommst du hier überhaupt durch die Tür? Tatsächlich ist es sehr, sehr knapp. Guck dir das mal an hier, ey. Ja. Boah. Nee, eigentlich solltest du da nicht durchpassen, wenn du da so stehst. Doch. Oh, guck mal, 4 Sekunden noch. Wir können rüber zu mir. Okay, let's go. Ah, das sieht ein bisschen komisch aus von außen, ich geb's zu. Nee, also nicht vom Designer. Dieser Stoff, so dieses, das sieht für mich so prime nach. Also ich spreche es jetzt nicht nochmal aus. Ja, willkommen! Okay. Jeder ist bei mir willkommen. Boah, auch Siren Head? Nee, der nicht. Okay. Hier ist mein Wohnzimmer. Ja, du hast halt eine richtige, echte Küche. Ja. Mit Hecke und? Sogar draußen. Ja, ja. Und ich habe hier eine Kochinsel. Ja. Das ist cool. Und dann hast du hier sogar eine Toilette. Aber hier können. Aber Toilette ist nur für Freunde. Ja. Ah, nee, ich komme rein. Ach, weil wir Freunde sind, logisch. Ja, ja. Und dann habe ich meine Waschmaschine sogar hier. Die anderen Gäste dürfen nicht in die Toilette. Oh, sorry, ich wollte eigentlich nicht zugucken. Ja, hier lecker Kuchen, ist auch geil. Hier am Laptop, hier arbeite ich natürlich. Schmacko Fatz. Und dann kannst du hier hoch in mein Schlafzimmer. Das ist geil, das ist geil. Jetzt ruhig einen Balkon aber noch machen können. Nee, gibt's bei mir. Aber schon auffällig, dass das Fenster oder die Glasfront exakt ausgerichtet ist auf mein Haus. Ich habe mein Dings hier falsch rum gehabt. Oh, nein! Problem ist, das ist auch eine Todesfalle, weil man kommt hier tatsächlich halt auch nicht mehr runter. So, dann machen wir mal Fotos. Ich bin mal gespannt, wer jetzt gewonnen hat. Wer hat meine Base von Big Baba Bordies Basic, die 4Bs, belagert? Habe ich das Ergebnis der Gruppe? Oh, ich habe selbst noch nicht reingeguckt. Ja, es ist halt erst jetzt 4 Minuten online. Also wir haben erst 400 Reaktionen, aber hier ist ein sehr klarer Favorit. Oh Mann, ey. Nämlich oben. Und oben ist Milo! Aber, ja, aber Ibu, ey. Ich führe mit 350 zu 50. Mein Bild sieht aber auch scheiße aus, Ben. Du bist echt kein Fotograf. Ja gut, was hässlich ist, kann man ja auch nicht schön fotografieren. So, Leute, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, macht den Like-Button bunt. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.